Elberding, die Vorsitzende vom Kita-Ausschuss der Evangelischen Kirchengemeinde in Flatterlohausen. Wir haben heute unseren Kindergarten eingeweiht, was für Flatterlohausen eine große Freude bedeutet. Wir haben uns natürlich seit Jahren darauf gefreut, einen Kindergarten zu bekommen. Aber die Not, vorübergehend Kinder unterzubringen, hat dazu geführt, dass wir unseren Kindergarten mit 2 Gruppen in Flatterlohausen bekommen haben. Für das Dorf ist dieser Kindergarten ein großer Segen. Er bildet im Grunde mit den Kindern, mit der Lebendigkeit, die damit verbunden ist, ein neuer Mittelpunkt. Dass neben der Kirche einfach so die Kinder, die fußläufig hier in ihre Einrichtung gehen können oder gebracht werden können. Und es ist einfach ein neuer Mittelpunkt gekommen für Flatterlohausen. Genau, als wir umziehen mussten aus dem Gemeindehaus, da haben Eltern, der Kita-Ausschuss vom Gemeindekirchenrat und Leute, die besondere Fähigkeiten haben, was zusammenzubauen und so, haben hier mitgeholfen mit ihren Autos, mit dem Hänger und mit ihrem einfach mit der Muskelkraft und haben alle Möbel hier aufgestellt, rübergebracht und eingeräumt. Wunder geschehen, aber Wunder fallen nicht vom Himmel, sondern Wunder müssen gemacht werden. Und genau das ist hier passiert.